So, hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ja, ich bin hier Aram. Der Flo hat seinen Javan IV. Mit Drachentöter-Skin bekommen. Und ich habe Caitlyn bekommen. Oh mein Gott, ein Beschwörer hat das Spiel verlassen, oder was? Nee, wiederhergestellt. Achso, na besser wär's, ne? Ja gut, also wie gesagt, wir haben Caitlyn, wir haben als Gegner. Lol, ich werde instant hochgenommen. Bitte, alles fette Ding. Wahrscheinlich werde ich jetzt schon laufen. Wie viel anders gemacht? 40. Oh shit. Ich bin gegen einen Albtraum schon gerade. Also ich hoffe, der wird nicht zum Albtraum. Ja, was ist das für ein Noob? Zudem gibt es noch dazu zu erwähnen, also der Jugger sieht richtig nice aus, einfach so ein blauer kleiner Haufen, aber der sieht echt gut aus, finde ich. Zudem gibt es noch dazu zu erwähnen, dass, ja, mit Armer, ja, der Needs muss ich sagen, der Needs kündigt doch immer die schlechten Nachrichten. Also Armer läuft bei uns momentan gar nichts, wir haben keine Lust mehr einfach, es macht uns momentan keinen Spaß mehr. Sie haben mir gesagt, LOL macht uns letzte Zeit wieder total Spaß. Bei LOL spielen wir auch, also wir haben LOL die ganze Zeit, wir haben es ja nie aufgehört zu spielen, wir haben es einfach nur offline etwas zu... Wir haben einfach nur offline etwas halt mehr gespielt und das habt ihr halt nicht mitbekommen. Trotzdem haben wir es eigentlich fast genauso weitergespielt. Nur irgendwie hat es dann immer Spaß gemacht halt. Oh shit, 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 Leute spielen. Nice, raus. Nice. Auf jeden Fall hat es dann langsam wieder Spaß gemacht und bei Arma war es halt so, jo, es hat halt Spaß gemacht. Aber wenn dann halt so Folgen kamen, die waren vielleicht auch für euch nicht so interessant, wo wir dann drei Folgen lang im Gefängnis rumgelaufen sind oder so, weil wir gefangen worden genommen sind, dann ist dann einmal nicht so interessant. Für euch ist es zwar natürlich lustig, aber es heißt ja auch nicht, dass Arma für immer weg ist. Das heißt einfach nur, dass wir momentan, wie bei LOL, kann ja sein, dass wir immer wieder anfangen, die Tunes dann spielen, aber ja jetzt wieder ab sofort LOL. Kann ja sein, wie gesagt, dass wir einfach immer wieder anfangen. Und ich habe richtig meine Probleme und auch Lebensprobleme. Ja, also es hat sich ja viel verändert. Wir haben einige Skins inzwischen bekommen. Flo, jetzt momentan rein. Ich habe mir Caitlyn gekauft, ich habe mir Vega gekauft. Du hast ja nicht Caitlyn gekauft, du hast Caitlyn geschenkt bekommen von mir. Ja, gut. Wir haben uns Geschenke. Man kann sich ja Geschenke geben. Und das war gerade richtig ein Unfall. Man kann sich auf jeden Fall mal Geschenke geben und wir haben uns halt gegenseitig die Geschenke, also wir haben, man kann sich gegenseitig halt nur Geschenke geben. Wir haben uns gegenseitig einen Held gekauft und er wollte sich... Ich wollte mir dann schon Caitlyn holen, weil ich jetzt einfach einen geilen ADC, also ich finde es ein guter ADC. Anna hat einen Flo diese Box, also diese Geschenkebox da gegeben. Ja, und dabei dann... Sündra. Ich habe Sündra bekommen. Anfangs... Ja, anfangs noch nicht so begeistert, später dann doch schon ein bisschen mehr. Weil ich finde, sie ist mittlerweile schon richtig, man kann Vasallen um die Gegend schmeißen. Man kann sogar super Vasallen um die Gegend werfen. Gar nicht so schlecht. Den Skin hier habe ich geschenkt bekommen. Den Skin, den ich momentan habe. Also jetzt nicht raus, sucht einfach random, dann bekommst halt für einen Helden Skin, aber der ist recht teuer. Und ich habe Nils auch einen Anivia Skin geschenkt, aber einen richtig teuren. Der ist 1800 wert. Und der Skin geschenkt kostet halt nur 490, also im Endeffekt Spaß, ja. Einiges. Wenn du gerade noch ein bisschen runterbekommst, kann ich den. Ja, kannst du machen. Sniper Shot. Raus. Junge, der Gegnerteam ist schon ein bisschen, ja. Wie soll ich sagen, was macht denn der da? Der auf mich geht. Drecksau. Ich nehme ihn gefangen, okay? Ich nehme ihn gleich gefangen, okay? Unseren kleinen Jogart Albtraum. Dann zeige ich ihm gleich mal, wer der Albtraum ist, Alter. Au. Ich will nochmal schnell hier ins Live wegen dem Mana. Das muss ich nicht auch machen. Weil ich mir leider nur einen Mana dran gekauft habe. Ja, ich hab mir 5 Mana dran gekauft, aber es reicht schon. Oh, er hat schon Fraß gemacht, aber er hat niemanden getötet. So, ich muss ihn jetzt einsperren. Nein, sie überlebt es einfach und er auch. Nee, Brand hat sie getötet. Oder ihn. Sie lebt noch. Und ich sterbe durch sie. Schöne Kombo. Oh. Oh nee.
Oh ne. Sag mir so, wenn ich jetzt sterb, bin ich mehr böse drauf. Dankeschön. Die mir schon die ganze Zeit heal. Warum ich eigentlich recht noch nicht so arg viel, wenig live. Na, Sejuani macht rein. Was denn Ulti? Geil Damage, krass. Sejuani, okay, die hat auch mega, die tankt richtig jetzt schon. Die macht fast kein Damage mehr. Haben wir ja keinen Ulti gesehen. Dafür kann ich immer noch hochstampen. Und im Endeffekt bringt dir gar nichts, weil du sie killen wirst, nicht dafür sterben werde. Stirb, Deals, stirb. Nice Guys, die muss man sagen. Du wirst werde ich töten. Ich finde aber irgendwie niemanden von dem so richtig arg gut. Nö, für das, dass er so ein brutaler Skin hat, ist doch nicht krass. Doch, er hat mit Frost einen getötet und ist jetzt wieder gestorben. Ja. Tanken wir mit unserem Heldi? Natürlich kaufe ich immer die Items, die gar nicht mit dem Held empfohlen sind. Einige hassen mich wahrscheinlich auch dafür. Und ich muss jetzt einmal ganz kurz vorbeigucken. Wer macht Schaden? Die macht Schaden. Die macht Schaden, das ist mir vorher schon klar. Sejuani macht wenn dann auch Schaden. Ja gut, dann macht ihr fast jeder Schaden. Gut, dann kommt was ist das nächste Rüstungsboots. So, die im Tor einzusperren wäre auch sinnlos. Nein! Nice getimed. Respekt. Respekt, mein Freund. Dass mein Ulti ausgekontert hat. Nee, jetzt sieht knapp aus mit dem Life, ne? Ja, irgendwann muss man auch mal sterben, ne? Ja, du sagst das, du sagst das. Oh Mann! Sechzehn verkackte Kills war ich dabei. Oh, guck mal, ich krieg hier immer wieder einen Schuss ab. Sorry, Brand, aber du bist sowieso tot, deswegen. Ich habe nur darauf gewartet. Nicht, dass die Leute beschweren, wenn ich ihnen wenn ich das Leben von dem klaue. Ja, es gibt auch im Allgemeinen zu diesem Thema nicht viel zu sagen. Außer dass halt jetzt sozusagen Arm einfach mal, sagen wir so, beiseite geschoben ist. Wir haben keinen Bock mehr auf Schokolade, wir wollen jetzt endlich mal wieder Chips essen. Die Schokolade können wir noch liegen lassen, solange sie nicht vergammelt. Oh. Nichts macht er. Nein! Ach gut, der Blitz hat dich getroffen. Du rettest mich nie wieder, sagst du. Das ist schon die ganze Zeit so, weißt du? Ist für mich drauf gegangen, was ist denn das für mich? Ich wäre doch gar nicht drauf gegangen. Es ist die ganze Zeit so. Ich überlege die ganze Zeit. Ich mache einmal so 10 Kills direkt nacheinander. Dann kommt sowas. Dann kommt sowas. Oh 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 Das ist gar nicht gut. Ja, deswegen musst du aber nicht gleich so. Okay. Oh! Warum das? Das gibt den Let's Play Elan! Das gibt dem Let's Play Elan. Und Lulu, der kleine Mensch da, was machst du? Du stirbst jetzt, ne? Leute, das macht die, wenn die stirbt. Die springt nach oben und dann fällt ihre Mütze. Was Zelle habe ich getroffen? Ich weiß, dass ihr da drin steht, ihr Helden. Klinge der und. Klinge der Unendlichkeit habe ich jetzt auch mal gekauft. Also doppel mal die Schwerter, läuft von mir Langspiel zweimal. Und auf die falsche die Ulti gemacht. Ah, also du hast den gekauft, ne? Ruhe ans Hurricane. Steht durch den Tower. Oder durch mich. Ja, natürlich, ich habe ja auch meine Ulti drauf gesetzt. Hey, Junge, jetzt sterbe ich schon wieder. Leute, bei uns ist immer so, ist immer die Frage, wer kriegt den Kill. Wir haben uns vielleicht noch mal, was ich cool finde. Nein, was ich, hör auf, Junge. Ich hab noch weggezogen. Es war der Charakter. Hab mir ja gesehen. Leute, was ich auf jeden Fall mal sagen würde, was ich richtig cool finde, was man ja demnächst neu dazufügen kann. Ich meine, wir haben ja jetzt schon 26 League of Legends als Plays hochgeladen. Digga,
Das ist aber. Nein. Urbaut Scheiß. Nix. Naja, auf jeden Fall, das ist jetzt wieder rein ausgedacht, das ist wieder reiner Flohmord. Was haltet denn ihr davon? Allgemein, ihr Zuschauer, und das heißt nur nichts davon. Ich weiß, es ist. Einige sagen, es ist geklaut, und andere sagen wiederum, es ist cool. Natürlich ist es wieder geklaut, ist also geklaut. Weißt du, wenn wir Minecraft spielen, klauen wir es auch Kronk. Und ist das Plane, weil der erste war. Aber im Endeffekt, was hältst du davon? Andere machen Challenge zum Beispiel zu Minecraft. Was hältst du davon, wenn wir Challenge in League of Legends machen? Wir haben ja schon mal so ein bisschen was gemacht mit zufälligen Helden, sprich, dass man Zufall nur macht. Aber ich meine so richtige Challenge. Wo es Gewinner gibt. Und der Verlierer halt, eine Bestrafung kriegt. Irgendwie so eine Bestrafung. Weißt du. Was hältst du davon? Ich find's gut. Das ist eine sehr, sehr informative und der Tor schießt auf mich. Ach Mann! Nicht schon wieder. Kannst auch mal sterben gehen, Nils. Mhm. Bist du überhaupt schon mal gestorben? Ja, einmal. Ich zweimal. Ich hab 12 Kills, du auch. Aber er geht auf mich. Und der klaut sich einfach mal den nächsten Kill, weil ich geswitcht wurde. Ha, extra gewartet. Ja, ich auch mit meiner E. Ich mit meiner Q, mit dem Speerstoß da. Das ist die Challenge, krieg das vor ihr! Das hat doch voll gebracht. Ich hab's extra stärker. Er hat es fast zu früh gemacht. Das war sein Nachteil. Er hat es einen Tick zu früh gemacht. Nice. Ich kann fast durch ihn gewesen. Und dann mach ich den nächsten Kill. Nein, er läuft weg. Er nimmt die gefangen. Was? Der Multi war bei mir gerade richtig verpackt. Der Brand hat den Kill geklaut, der mit 100 HP. Das ist ein Tor, der ist oh. Na, jetzt ist er dran. Ne, aber Sejuani hat den Kill bekommen. Ja, aber dann geht er hier auf mich. Guck, jetzt hat er mich umgebracht. Nami, du bist eine kleine Schlickstöne. Weil ihr nicht wisst, dass eine Schlickstöne ist, das ist eine. Ja, erzähl, was ist es? Ich hab's in den Chat geschrieben. Achso. Das ist eine richtige Schlickzone. Oh Gott. Achso, der kann ich mit dir switchen, dann wärst du jetzt im Arsch. Ja, ich hab's dir gesagt. Ja. Aber mir hört ja mal wieder niemand zu, wie immer. Gut, Boots werden ist das nächste, wie gesagt, die Rüstungsdruck kaufen. Okay. Also, was haltet ihr und was hältst du davon, wenn wir das so machen, dass wir jetzt Challenge machen, sprich. Irgendwann gibt's halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man als Challenge machen kann. Sprich, die meisten Kills, die meisten Assassins, die meisten Deaths. Die meisten Deaths. Dann verliere ich. LOL, gerne. Das hat ihm zwar nichts gebracht, aber YOLO. Gerne, verliere ich dann. Junge! Wenn das schon eine Challenge wäre mit den meisten Kills, ja, dann ich hätte drei Deaths. Nee, nicht die meisten Kills. Die meisten Kills, Deals. Dann hättest du gewonnen. Nee, aber auch die meisten Kills. Ich habe 17 plus 14. Ich habe zwar einen Death mehr, dann hätte ich aber noch. Davon hast du 10 gestealt. Geh, das ist wie dein Leben gerade. Komm, dem sein Leben steal ich mir auch mal schnell. Die meisten Gegner sind Tower zerstören. Wer du? Du hast bisher einen einzigen zerstört. Na, wie du. Naja, noch nicht ganz, ne? Das wird ja schon. Ich geh da nicht rein, ich sterbe, wenn ich da reingehe. Dann wird mir wieder ein Klapp gezogen. Shit, tanken die alle. Nix tanken. Du bist wieder tank. Nein, bin ich nicht, aber ich tank nicht. Noch nicht. Reingestellt. Nein! Der hat mich jetzt getötet. Jo, Doppeltötung! Nein, hä? Okay, war ein einfacher Kill. Ja, doch! Doppeltötung, war nur ein bisschen verzögert. Ein bisschen verzögert ist gut.
Ey, zu schnell ist das Tor, ne? Kaufen soll. Also, bis, ich glaube, ich komme jetzt wieder in Attack Damage rein. Was mir auch holen kann, ist Frosthammer, da kommt nicht mehr so schnell von mir weg. Sieht das schon mal, was zu dir sagen? Ich darf dir mal sagen, kaufst den Frosthammer und kriegst eine Schelle von mir. Hab ich auch nicht vor. Besser wär's. Komm, du begehst doch gerade einen sehr, sehr schlimmen Fehler. Kaufst doch keinen Frosthammer. Ja, aber doch keinen Frosthammer. Doch. Nee, das bringt's mal gar nicht. Wofür brauchen ADC Leben? Ja, damit du ihn langsamer kriegst, Alter. Spiel Ash, Alter, wenn du ihn langsamer haben willst. Dann spiel Ash. Dann beschwer dich nicht, wenn sie vor dir wegrennen. Au! Ich hab doch schon Rüstung. Ah, der ist der Einzige, der magischen Schaden macht. Der ist der Einzige, der mir weh tut. Mama! Jo! Hier war Tötung! Ich hatte den Pinnacle gestealt. Ich weiß. Das ist ein kleiner Drecksack. Oh mein, der hast du mir auch gesehen. Aber wie sieht's aus, ne? 15-3, also bei mir ist zwar durch 5, aber 24-5, ich meine. Ja, wir werden hier sehen, wer Man of Gold hat. Darauf kommt's ja an. Man kann halt Challenge machen, wie gesagt, nur um darauf zurückzukommen. Mehr Gold, mehr Kills, mehr Deaths, je nachdem. Vielleicht werden wir dann gebannt wegen Peeling, ich weiß nicht. Eine Challenge, sprich auch gegen was, also gegen Computer. Sprich entweder ich und ein Bot gegen Nils und ein Bot. Oder ich und Nils wieder sowas wie das Halloween-Event, bloß nur gegen stärkere halt als gegen diesen Noobs. Und, oh, die kommen wieder alle. Weg. Genau. Ja, also im Endeffekt gibt es da alles Mögliche. Irgendwann gibt es natürlich nichts mehr zu machen. Aber ich werde es dann auch immer als Thumbnail dazu schreiben. Und das würde ich Nils auch raten. Ich weiß, Paint ist ein altes Programm. Nils, hast du aber noch Paint. Ich denke mal, jeder PC hat allgemein Paint. Kannst du einfach hingehen. Kannst du einfach reinschreiben. Challenge 1. Das war es dann einfach. Keine Ahnung, Hashtag Challenge 1 oder so. Ich weiß nicht, was man da reinschreiben will. Nein! Sie überlebt! Sie kommen weg! Du hast den Kill. Ich verlang's ja mit Ulti. Ulti voll verkackt, Alter. Ist ohne Scheiß. Ich renne jetzt einfach in den Tower rein. Nein! Und der Tower schießt trotzdem auf mich. Geile Sache. Nein, schon jetzt. die ist wegen dir gestorben. Ich gehe da nicht drauf. Komm nicht damit jetzt bitte. Ich bin hier der Tank. Ich bin aber der keine Magieresistenz hat. Du Drecksau. Du bist richtige Drecksau. Ich helfe dir nie wieder. Ich hab dein Leben gerettet und jetzt rennst du wohl weg. Warum hast du denn das mein Leben gerettet? Wäre ich nicht da geblieben, hätte er auf dich Fraß gemacht. Ich hätte zerrissen und du hast die eiskalte Kill. Leute, Alter. Das ist mein Heiß, Scheiße. Hey, Tim. Hatten, Alter. Na, schade. Hallo? Brand, kannst du. Jawohl, Wunnel. Ja. Genau. Ja, Crit Glitz. Leute, habt ihr es gesehen? Der hat. Und der nächsten Wunnel. Das sieht eng aus für uns, ne? Langsam. Ja, sollten mal gucken, dass wir etwas machen. Du bist doch jeder stark angeblich. Ja, yeah, natürlich immer doch. Ich geh doch was nächstes auf Magieres, das ist ein bisschen. Ja, wenn nicht, wieso? Ich bin aber nicht der Flächenschaden macht. Und ich weiß, dass Nani jetzt halt gerade steppt und die übertrieben ist damit viele, ne? Auch wenn auch Ding mit zweimal Dorans klingelt. Ich bin schon da! Ich mach da sicherlich nicht meine Ulti rein. Das wird mich vernichten. Jetzt gerne. Jinx kann aber trotzdem ein Schieden, weißt du schon. Jinx, ne? Weiß ich, die hat so eine Mana-Regeneration, das juckt die nicht. Aber ich hab so einen Livestream, das juckt nicht. Muss ich einfach hier nochmal schnell mal ein paar so was Seilen abzwacken. Ich weiß, man könnte vielleicht ein bisschen initiativer tanken als ich, oder ein bisschen anders, aber... Irgendwie jeder tankt aus dem eigenen, also. Ja, vor dem hab ich Angst. Vor dem habe ich Angst. Hallo Flo. Aber ich nicht. Ja, das war auch gerade so überlebt. Habe ich nicht. Ich habe Maus gemacht schon wieder. Schon zum zweiten Mal. Ich muss sagen, am Ende mit dem Gold. Aber du hast mehrere Seinkills.
Ah, ich habe einen Superman bei mir. Das Coole, ihr kennt ja die Heldin, Syndra, falls jemand kennt, die kann ja Einheiten werfen. Oder ihren Ball oder kleine Männer. Aber das Coole ist, Helden kann, also Helden kann sie leider nicht werfen, das wäre auch so zu schön. Aber das Lustige ist, sie kann sogar super, sie kann sogar wirklich ohne Scheiß Super Saiyan werfen. Ich feier das übertriebenst, dass diese Frau Super Saiyan werfen kann. Du kannst mit der Freundin von Super Saiyan auf den Held werfen, wenn die damit töten. Und jetzt habe ich Angst, Alter, jetzt muss, ey, sag mal, wo bleibst denn du? Dein Killstil lässt auch aber langsam nach, ne? Ich muss aber noch mal einmal sterben. Ich habe so eine gute KD, da darf ich es mir erlauben. Also mit 30 Kills. Oh fuck! Tut mir leid, Alter, dass ich gerade dieses schlimme Wort gesagt habe. Niemals in der. Nein, ich kann nicht ihm hinterherlaufen. Einfach meine Ulti. Ich hatte nicht einen einzigen Dirt, wer ist das denn? Ich muss nochmal sterben, ich will mir nochmal ein Item holen. Aber egal, wenn ich halt nicht sterben müsste, dann. Und der holt sich den Kill, nicht einer von uns. Ah, der Tower. User in your channel timed out. So, und da ist Flug wieder abgekackt, das tut uns kurz leid, er müsste gleich wieder reinkommen. Aber somit haben wir auch gewonnen. Mal gucken, ob er jetzt mal gleich kommt. Ich weiß es jetzt nicht. Naja, okay, das war eine nice Runde. Wie gesehen, hat es bei uns viel getan. Wie ihr gesehen habt, ach ihr wisst was ich meine, wir haben uns viele neue Gems gekauft, Skins haben wir, also was gekauft, wir haben uns gegenseitig zugeschickt, Skins haben wir uns gegenseitig zugeschickt, blablabla, der dies und jenes und weiß was ich was und ja. Der heulende Abgrund. Deswegen, sag ich mal, eigentlich ging es Flo kommt gerade nicht mehr. Deswegen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal, ciao.